Heute bekommen wir eine frohe Botschaft aus der Welt der Tiere. Und welches Tier uns heute begleitet, das erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ist Montag, 6. Juni 2022. Und ich freue mich, dass du an diesem Pfingstmontag Zeit findest, ja, dir dieses wunderbare Video anzuschauen mit der frohen Botschaft von der Raupe. Ich habe hier vorhin gesessen und gefragt, wer denn eine Botschaft für uns hat für den heutigen Montag. Habe niemanden entdeckt, keine Informationen bekommen. Und dann schaue ich so nach unten und da kroch die Raupe. So schön, und sofort hatte ich die Information. Ja, ich bin hier, schau. Ne? Genau. Ja, wie das so ist, wir rechnen ganz oft mit den großen Wesen. Ich habe jetzt gedacht, da kommt bestimmt mal wieder ein Engel, der mit uns sprechen möchte. Und man achtet gar nicht so auf das Kleine, was direkt einem vor den Füßen liegt. Und so war das jetzt auch bei mir. Ich habe hier alle rumgeschaut und mich reingefühlt. Aber die Raupe, die zu meinen Füßen kroch, die habe ich erst zum Ende hin wahrgenommen. Und umso erfreuter bin ich, dass sie jetzt eine Botschaft für uns hat. Ja. Ich bin sehr gespannt und ich kriege jetzt gerade auch die Information, das ist tatsächlich sogar, also nicht nur die Botschaft für den heutigen Tag, sondern das ist eine, ja, sozusagen eine Botschaft, die die Zeit, aktuelle Zeit betrifft. Okay, ich lege los und wünsche dir viel Freude. Geliebte Menschen, ich bin die Raupe, die hier spricht, und ich freue mich, dass du Zeit findest, meinen Worten Gehör zu schenken. Es ist eine große Zeit, eine großartige Zeit, eine Zeit des Wandels. Und für jeden von euch ist jetzt die Zeit der Transformation. Nehmt euch ein Beispiel an uns Raupen, die wir zur späteren Stunde uns verwandeln in Schmetterlinge oder in Nachtfalter. Es geht um die Transformation. Es gibt viele Entwicklungsstadien. Von der Raupe bis zum Schmetterling bedarf es eine Phase der Ruhe. Und das ist die große Phase der Transformation. Während dieser Zeit verweile ich in meinem Haus, das mir Schutz bietet, so dass ich mich neu entwickeln kann. Ich lasse mir Flügel wachsen. Mein gesamter Körper ändert sich. Es findet eine Art Metamorphose statt. Und dann, wenn die Transformation abgeschlossen ist, zwänge ich mich durch meinen Kokon hinaus in die Welt. Und dann beginne ich zu fliegen. Dieser Prozess ist mein Prozess. Und es bringt mir gar nichts, wenn du mir die Arbeit des Öffnens des Kokons abnehmen würdest.
Denn dann, geliebter Mensch, hätte ich nicht die Kraft, um zu fliegen. Und so ist es auch bei euch Menschen. Die Geburt durch den engen Geburtskanal eurer Mütter macht euch erst richtig stark. Auch hier findet ein großer Wandel statt, bei der Mutter und beim Kind. Eure Mediziner werden den Unterschied zwischen Kindern, die auf natürlichem Wege geboren wurden, und Kindern, die per Kaiserschnitt geholt wurden, wahrlich erkennen. Und auch ihr Mütter werdet diesen Unterschied spüren. Manche Dinge bedürfen einen Kraftakt. Und es muss euer Wille sein, euch durch diese Schwierigkeiten hindurchzuzwängen. Sie verleihen euch Stärke. Und am Ende, wenn ihr euch hindurchgezwängt habt durch diese Enge, durch die Enge der Transformation, dann, geliebte Menschen, dann könnt ihr eure Flügel ausbreiten und ihr werdet wunderschön aussehen. Noch schöner als je zuvor. Denn Transformation verändert und lässt euch in einem neuen Licht erstrahlen. In einer Schönheit, die ihr nicht für möglich haltet. So ist es auch bei uns Raupen. Wie unscheinbar kriechen wir hier über Stock und über Stein. Fressen die Blätter. Und wenn wir am Ende uns zu Schmetterlingen verwandelt haben, leuchten wir in einer bunten Vielfalt ohnegleichen. Und das, geliebte Menschen, ist jetzt die Zeit. Die Zeit, euch zu verwandeln. Ihr alle seid Erdenengel. Lasst jetzt eure Flügel wachsen. Strahlt, leuchtet. Nehmt all eure Kraft zusammen. Und wandelt das, was gewandelt werden will, was gewandelt werden muss, damit ihr euch vollkommen entfalten könnt zu eurem wahren Sein. In Liebe, die Raupe. Fiolina heißt sie noch. Das kam mir noch jetzt. Ja, wunderschön. Ach, das war toll. Vielen Dank an die Raupe Fiolina. So schön. Ja. Ah, richtig toll. So, falls jemand einen Neuwagen bestellt hat, hier kommen sie. Wow. Ja. Alles schwarz, weiß und weiße Autos. Einer gehobenen Klasse. Heide nei. Na, wenigstens bin ich mal gespannt, ob die auch in Deutschland ausgeliefert werden. Gut. Also, eine wunderschöne Botschaft, die wir bekommen haben. Ja, der Wandel der Zeit oder die Zeit der Transformation.
die wir jetzt ja alle erleben dürfen, ist so wunderbar. Und wir alle leben sie, nicht nur Mutter Erde, die in ihrem Aufstiegsprozess in die fünfte Dimension sich befindet. Auch wir befinden uns in diesem Wandel. Oh, guckt jetzt mal, jetzt krabbelt die Fiolina über meinen Fuß. Das ist ja wunderbar, dass sie noch einmal gekommen ist. Es ist übrigens ein Landkärtchen, eine Raupe. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich sie überzeugen kann, hier drauf zu klettern. Hey, halt dich fest. Ach, guckt mal, da ist sie. Könnt ihr sie noch sehen? Ach, ich lasse sie mal auf meinen Daumen krabbeln, dann ist sie doch viel besser zu sehen. Ha, da. Das ist die Fiolina, die uns vorhin die Botschaft gebracht hat. Schön, oder? Da krabbelt sie noch einmal. Toll. Ja, das habe ich auch ganz selten. Da könnt ihr sie noch mal sehen. Okay, jetzt habt ihr sie auch genug gesehen, ne? Aber es ist so fein. Ich finde das so toll, dass sie jetzt noch mal kam. Vielleicht will sie noch was sagen. Nein, sie bedankt sich einfach nur. Sie bedankt sich, dass sie sprechen. Oh, jetzt ist sie runtergefallen. Okay, ich glaube, es geht ihr gut. Entschuldigung. Ja. Liebst du noch? Ja, ich glaube, ich kümmere mich gleich sofort um Fiolina. Also auf jeden Fall hat sie sich noch einmal bedankt. Und ja, es ist toll. Oh Mann, das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass sie runtergefallen ist. Ihr Lieben, ich kümmere mich um die kleine Raupe und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Montag und eine tolle Woche. Ich bin jetzt nämlich mittlerweile schon in Norddeutschland, wo ihr dieses Video seht. Und befinde mich im Urlaub bei der Familie. Also, es kann gut sein, dass es diese nächsten Tage jetzt erstmal keine Videos von mir gibt. Ich muss schauen, wie ich dort drüben die Möglichkeit habe, Videos hochzuladen. Das kann ich jetzt noch gar nicht versprechen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Liebe und alles Gute. Die Liebe.